Moin Leute, zurück bei Destiny 2 mit dem PvP und der Cerberus plus 1 als Test auf der Map hier, Bannerfall. Ja, mal schauen, eigentlich ist es nicht die richtige Map für die Waffe, aber gucken wir jetzt auch mal. Mein Char sieht nicht wirklich gut aus jetzt vom Design her, weil ich will jetzt erstmal meistens wegkenne sparen und dementsprechend habe ich nur die Sachen eingesetzt, die höher Power Level waren, ohne was zu verlieren. Man weiß ja noch nicht, was so kommt. Dementsprechend mal Meisterwerkkerne sparen. So, mal gucken, wie ich hier abschneide. Das wird auf den Deckel. Nicht so gut. Gegner hat Zone C beansprucht. Zone A erobert. Ja, wir brennen einfach vor die Nase. Sehr gut. Das ist die Nase gerade. So, also Cerberus plus 1 ist eigentlich eine ganz gute Waffe, ja, auf PvE und PvP kann man mal spielen. Ich habe die jetzt hoch implodiert, weil die halt für beide Sachen so weit gut ist. Nicht überragend, aber halt gut und dementsprechend einfach mal ausprobieren. Was ist denn jetzt hier? Okay, geht Shotgun direkt instant mal tot. Wie man sieht, kriegen wir gerade hier richtig einen auf den Deckel vom gegnerischen Team. Das ist natürlich auch sehr schön immer. Aber wir kommen ja nochmal zurück, mal gucken. Ich spiele jetzt erstmal weiter. Wenn nicht, dann Pech. Zone B erobert. Du hast den Zonenvorteil. Nee, schade. A verloren. Fast Powerplay Zone gekriegt. C erobert. Ich bin auch gerade erst aufgestanden, deswegen First Try. Also. Hier, wir alle. Ja. Gut. Oder auch nicht. Ja, im Moment spiele ich nicht gut. Wie gesagt, Cerberus konnte ich bis jetzt noch nicht so richtig zeigen. Also, wie man sieht, eben auf Entfernung ist sie nicht ganz so gut. Also, die hat halt einen Vierer-Burst, zeigt kurz eben. So, vier Schüsse kommen raus. Der in der Mitte ist halt eben zielgenau, die anderen sind halt eben so Splash-Damage. Aber eigentlich sind die ganz, ist die ganz gut. Aber jetzt im Moment reicht es gerade gar nicht. Ach, Mann. Naja, ich muss erstmal Zielfutter spielen hier für die anderen. Meinen Teammates hier erstmal die Kills wegholen. Aber ich hoffe, ich komme nicht noch mal hier aus dem Stissel. Wenn nicht, dann ist blöd. Genau so gewinnst du die Oberhand. Genau so gewinnst du die Oberhand. Was ist denn hier wieder los, ey? Ich hab die gar nicht gesehen. Hat der gerade alles weggeschossen da? Oh Mann, ey. Echt jetzt? Der Gegner hat die Führung übernommen. Ja, das war gerade mega fail. Ich. Ja, ich weiß nicht, was ich jetzt sagen soll, außer fail. Oh Mann, ey, die ist immer von der Seite und von hinten abschießen, ne? Ich hasse es. Ja, die anderen beiden, die gerade abgeschossen haben, da kann ich zumindest sagen, hier, das war face to face, ey. Das war zumindest okay. Aber so hier immer einen Rückenballern, das finde ich nicht lustig. Nee. Das Zone A erobert. Du hast den Zonenvorteil. Du ziehst davon. Zone C verloren. Das ist nochmal nach mir. Schrote! Jetzt machen wir ins Gesicht. So. So muss es sein. So kann man spielen. Oh nein, das ist super. Na toll. Ja, das ist natürlich auch mal geil. Ich bin immer derjenige, der die super das erste abkriegt. Jetzt haben die Powerplay. Ey, was ist denn los? Ach man. Ja, ich weiß auch nicht. Ab und zu bekomme ich, also ich habe echt sehr wenig Eisenbanner-Spiele gewonnen, weil ich halt zum Teil auch richtig bescheidene Teams kriege, so sage ich. Denkst du wirklich, was ist das für Matchmaking hier? Also, ja, wie gesagt, Matchmaking ist bei Destiny halt ein Witz, ganz ehrlich. Funktioniert mal gar nicht. Und ich finde auch PvP in Destiny gehört zu den Schwächsten in allen Spielen. Also ich spiele es halt eben hauptsächlich, damit ich meine Sachen erledige und so, ja. So schlecht bin ich noch auch wieder nicht im PvP, aber es ist halt so, dass ich halt sage, das ist halt nicht gut, das PvP. Also da kann man schon mal anfangen zu heulen hier. Wo ist denn jetzt hin, der Blöde? Hä? Zone C erobert. Du hast den Zonenvorteil. Ja, was? Vergiss es. Wie gesagt, mal gucken. Nur Failplay hier. Hab's sofort vergessen.
Zone C verloren. Ja, es ist auch nicht gut gerade ausgereift, das Spiel hier. Ja, es ist sehr lag-lastig hier. Wie gesagt, also da, wenn ihr Pech habt und einen wegkloppt und der kloppt dann noch einen nach, seid ihr auch noch gleichzeitig tot. Bei Destiny 1 war es richtig schlimm. Da hast du einen weggemacht, ja, und der hat dir noch einen Nahkampf verpoolt und dann war's das. Noch 5 Minuten. Zone B erobert. Du hast den Zonenvorteil. Ach man. Ach man. Naja, ich bin mein Bestes hier. Aber es reicht wohl nicht. Mein Super habe ich auch verkackt. Ich muss auch noch Sphären erzeugen eigentlich hier als Banner. Okay, wir möchten noch jemand was haben hier. Du näherst dich dem Ziel. Kämpfe weiter. Ja, gut, einen habe ich noch mitgenommen. Das war jetzt gar nicht so schlecht, die Position da mit meiner Barriere, die immer meine Muni nachlädt. Das war gar nicht so schlecht. Zone A erobert. Powerplay. Totale Kontrolle. Was? Ich wollte gerade sagen, was ist los? Wir rennen einfach weiter, so. Noch 3 Minuten. Das macht 2. Deine Beharrlichkeit leistet dir gute Dienste. Kämpfe weiter. Gegner hat Zone C beansprucht. Du hast Zone B erobert. Du hast den Zonenvorteil. Hä? Oh, hinter mir. Shit, nicht aufs Radar geachtet. Hört das dann super raus. Mist. Leute. Das wird doch noch ganz schön knapp hier. Powerplay, totale Kontrolle. So Leute, haut mal eure super raus. Wir brauchen Kills, die damit vorankommen. Okay. Sieht bis jetzt ja wieder ganz gut aus. Mal gucken, wie lange. Hat zwar mein Teil beigetragen, aber. Ja, Zebros. Haben gesehen, die ist okay, ja, wie gesagt, aber ist nicht so imbar für PvP leider. Zone A erobert. Du hast den Zonenvorteil. Der Gegner hat Zone B beansprucht. Hier, die wegbrutzelt da. Ja, es ist auch nicht jede. Neue super geeignet für PvP, ja, das sag ich auch immer wieder. Das ist halt auch so eine Sache. Nein, das ist wieder von der Seite. Oh. Ah, Mann. Jedes Mal der gleiche Kram, wie gesagt, von der Seite abgeschossen werden, ist immer richtig nervig. Aber das kennt ihr wahrscheinlich auch. Oh cool, dann gut weggeholt eben. Eine Minute. Ja, schießt mir wieder Raketenwerfer ins Gesicht, ey. Jo, wie ich liebe. Mach ihn nass. Oh, Doppel-KO. Das ist auch ganz übel, finde ich, hier bei dem Spiel, dieses Doppel-KO-Verfahren. Das ist auch richtig übel. Aber gut. Habe auch genug umgehatet über PvP, aber
ja, es gehört nicht zu den Stärken dessen, ganz ehrlich. Ich meine, es kann mal Spaß machen, ja, aber es kann auch mega abnervend sein, aber das kennt ihr ja alles. Das ist ja nichts Neues. Ah, Granate ist auch falsch geflogen. Na egal, aber ich glaube, wir haben doch noch gewonnen, das ist schon mal sehr schön. Am Anfang sah es wirklich danach aus. Aber ich habe auch gut was geleistet noch zum Ende hin. Das war nicht. Oh, der Schotter. So, haben noch gewonnen. Zweiter Platz für mich. Kann man so stehen lassen. Wie gesagt, war jetzt am Anfang richtig fail. Insgesamt waren auch viele Fail-Plays. Das ist Cerberus plus 1 im PvP. Wenn ich dich jetzt nicht so der Brüller, aber man kann schon spielen. Ja? Meine Effizienz ist sogar okay. Wie sieht der Gegner? Vorteile ist okay. Ja, also kann ich so stehen lassen, würde ich sagen. Und ja, spielt das auch ein bisschen. Ja, Cerberus, wie gesagt, wenn ihr die kriegt, testet die selber. Im Gambit finde ich die auch ganz gut. Wie gesagt, insgesamt finde ich die ganz schick. Können wir noch mal kurz angucken. Hier Cerberus plus 1 Automatikgewehr. 3 Köpfe sind gut, aber 4 sind besser. Yessa Risiko Verlin oder was? 4-köpfiger Hund. Verschießt unberechenbare Kugeln aus allen Läufen. Gleichzeitig dann einmal gezogener Lauf, dann hier kanalierter Lauf, dann einmal Weiterlauf und zum Schluss hier Streuschusspaket. Also an sich eine ganz gute Waffe. Wie gesagt, man kann sie spielen. Wie gesagt, wenn du die Barriere stellst hier im Schmelz und eine ganze Dauerfeuer machst und einen Punkt verteidigst, ist das ziemlich gut. Ja, am besten natürlich auch mal Richtung Kopf zielen bei den Gegnern. Dann wird es noch ein bisschen besser. Und ja, dann kriegt man so ein paar Kills aufs Konto. Das ist schon ganz okay. Und ja, ich hoffe, ihr kriegt die Waffe auch. Und ich habe sie, weiß gar nicht, wo ich die gekriegt habe. Ich glaube, das war, ich habe die Waffe, habe ich glaube ich gekriegt, als ich hier von Spider einen Beutezug gemacht habe. Und zwar Brenner, glaube ich, irgendwie. Also diesen Superboy-Zug hier, den es einmal die Woche gibt. Den habe ich gemacht und habe ich gekriegt. Ja, das war's auch schon. Danke fürs Zusehen und Zuhören. Bis demnächst. Reingehauen. Tschüss.